Hallo, die Staatsbadphilharmonie Kissingen heißt Sie auch weiterhin digital herzlich willkommen. Wie es so schön heißt, alles neu macht der Mai, haben wir uns getreu diesem altbekannten Sprichwort für diesen wunderschönen, erfrischenden Monat voller bunter Farben ein neues, passendes Format für den Mittwochabend ausgedacht. Denn auch aus den Reihen der Staatsbadphilharmonie Kissingen haben wir großartige Neuigkeiten zu berichten. Der von unserem künstlerischen Leiter Burkhard Tölke eingeschlagene Weg eines qualitativen Modernisierungsprozesses unseres Orchesters wird dank der Staatsbad Bad Kissingen GmbH konsequent weitergeführt. Und so sind wir sehr, sehr glücklich darüber, zwei hochkarätige, junge, neue Orchestermitglieder inmitten unseres Klangkörpers begrüßen zu dürfen. Unsere beiden Küken konnten sich in einem mehrstufig durchgeführten Auswahlverfahren, welches absolut zeitgemäß und innovativ online durchgeführt wurde, gegen eine Vielzahl von Mitbewerberinnen und Mitbewerbern erfolgreich durchsetzen. Wie schön ist es, innerhalb unseres Orchesters zu spüren, dass sich so viele Nationen durch die internationale Sprache der Musik auf eine harmonische Art und Weise verstehen, die eine völkerverbindende Wirkung hat. Unsere beiden Youngster werden Sie also im Mai jeweils am Mittwochabend mit musikalischen Kostproben aus dem Repertoire ihrer Instrumente verwöhnen und Sie gespannt machen auf mehr. In diesem Sinne begrüßen wir mit einem herzlichen Merhaba und einem feurigen Hola unsere beiden neuen Orchestermitglieder, nämlich die Flötistin Hazar Börkan aus der Türkei sowie den Klarinettisten Federico Kurz de Grigno aus Spanien. Und Hazar und Federico haben uns heute Melodien aus der weltbekannten Oper Carmen von Georges Bizet mitgebracht, über die die beiden jetzt selbst noch ein bisschen etwas erzählen werden. Liebe, Freiheit und Tod. Carmen, die Oper, ist unbestritten Georges Bizets Meisterwerk. Geschaffen in seinem 36. Lebensjahr, das zugleich sein letztes war. Diese Oper machte ihn unsterblich. Ein schockierend realistisches Spiel um Liebe und Macht. Im Inhalt: Die attraktive Zigeunerin Carmen, eine umschwärmte, selbstbewusste Frau, trifft in Sevilla in dem Soldaten Don José einen Mann, der ihr rettungslos verfällt und sie durch seine Liebe einengt. Im Konflikt zwischen ihrer Freiheit und dieser Liebe entscheidet sie sich für die Freiheit. Mit tödlichen Konsequenzen. Die im Milieu von Soldaten, Arbeitern, Schmugglern und Zigeunern angesiedelte Oper mit einer skandalösen Frauenfigur im Mittelpunkt brachte 1875 ganz neue soziale Schichten auf die Musikbühne. Die Oper Carmen wurde nicht zuletzt dank seiner überragenden musikalischen Qualität zur meistgespielten Oper der Welt. Genießen Sie das musikalische Stell dich ein von Hazar Börkan an der Querflöte und von mir, Federico Kurz, an der Klarinette, begleitet von unserer Pianistin Setare Shafi am Flügel. Nun spielen wir das Vorspiel zum dritten Akt der Oper Carmen, arrangiert von mir, und das Vorspiel zum vierten Akt, arrangiert von Federico. Viel Freude! Thank you.
Thank you.